Hey, meine neugierigen Freunde. Wenn wir uns bei einer Sache sicher sein können, dann ist es die Tatsache, dass wir Menschen uns von allen anderen Tieren extrem unterscheiden. Woher kommen all unsere speziellen Eigenschaften, die andere Tiere auf der Erde nicht besitzen und die sie teilweise auch bei weitem nicht imstande sind zu reproduzieren? Feuer machen zum Beispiel. Kein anderes Tier hat auch nur annähernd die Fähigkeit, Feuer zu machen, geschweige denn zu verstehen, was Feuer überhaupt ist. Wie konnte es so weit kommen? Wie sind wir Menschen zu dem geworden, was wir heute sind? Unterscheiden wir uns von Tieren dadurch, dass wir morden und abgrundtief böse sind? Das besagt zumindest die sogenannte Killeraffen-Hypothese vom Anthropologen Raymond Dart. Bei all diesen Unterschieden zur Tierwelt kann man sich tatsächlich auch fragen, ob wir Menschen überhaupt Tiere sind. Oder vielleicht etwas ganz anderes? Darüber handelt diese Dokumentation, meiner ersten längeren Doku dieser Art. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, MyHeritage. Die meisten von uns kennen ihren Familienstammbaum wahrscheinlich maximal bis zu den Eltern der Großeltern, wenn überhaupt. Meistens endet es schon bei den Großeltern. Doch wäre es nicht interessant zu wissen, mit wem ihr oder eure Familienmitglieder über viele Ecken entfernt verwandt sind? Wer das herausfinden möchte, für den gibt es MyHeritage. Wenn ihr darin euren Familienstammbaum erstellt und mit Informationen füttert, sucht die App automatisch in der Datenbank nach Matches. Nein, natürlich nicht diese Matches, sondern Matches eurer Verwandtschaft. Wird etwas gefunden, spuckt euch das die App aus und ihr könnt weitere Informationen über die Person herausfinden und sie gegebenenfalls sogar kontaktieren und treffen. Ist das nicht cool? Mithilfe eines optionalen DNA-Testkits, das ihr euch nach Hause liefern lassen könnt, könnt ihr zudem eure ethnische Herkunft herausfinden, das heißt euren Anteil an verschiedenen Kulturen. Ein ganz besonderes Tool in der App ist auch die Fotoanimation durch KI, die wirklich absolut mindblowing ist. Damit könnt ihr Fotos von Gesichtern buchstäblich zum Leben erwecken. Wenn ich euer Interesse wecken konnte, holt euch gern MyHeritage über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. So bekommt ihr neben der 14-tägigen kostenlosen Testphase auch 50% Rabatt, wenn ihr euch entscheiden solltet, nach der Testphase weiterzumachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App und nun starten wir in das Video. Wenn man den Menschen einmal ganz unvoreingenommen betrachtet, dann fällt natürlich als erstes auf, dass wir auf zwei Beinen gehen und optisch am ehesten den Menschenaffen ähneln. Ein Laie könnte also auch gänzlich ohne wissenschaftliche Erkenntnisse annehmen, dass Menschen und Affen miteinander verwandt sind und demnach der Mensch im Grunde nichts anderes ist als eine spezielle Art von Affe. Nach dieser oberflächlichen Betrachtung wäre der Mensch also ein ganz normales Tier, wenn da nicht seine herausragenden Fähigkeiten wären, die ihn im gesamten Tierreich abheben. Durch diese Fähigkeiten konnte der Mensch in einer aus evolutionsbiologischer Sicht sehr kurzen Zeitspanne die gesamte Weltherrschaft an sich reißen, um es einmal krass auszudrücken. Der Mensch beherrscht zweifelsohne die gesamte Welt, sei es durch die Anzahl der Individuen, als auch durch die Veränderungen, die er an der Erde vorgenommen hat. Und mit all seinen Hilfsmitteln wie Waffen und Technologie steht er auch an der Spitze der Nahrungskette. Wenn wir also wollten, könnten wir jedes Tier auf dieser Erde jagen und verspeisen. Setzt man uns allerdings ohne Hilfsmittel in der Wildnis aus, dann sieht das schon ganz anders aus. So manch einer würde wahrscheinlich bereits Probleme haben, sich überhaupt zu ernähren oder in der Kälte zu überleben. Doch vor allem werden dann landlebende Fleischfresser plötzlich zu einer ernsten Bedrohung für uns. Bei manchen Tieren ist es sogar so, dass sie uns ohne jeden Zweifel bezwingen würden, sollten wir ihnen im 1:1-Kampf und vollkommen nackt gegenüberstehen. Stellt euch einmal vor, ihr werdet von einem Grizzlybär angegriffen, mit nichts an als eurer Unterhose. Ich denke, jeder von euch würde mir zustimmen, dass wir dann nicht den Hauch einer Chance gegen den Bären hätten. Und da gibt es viele weitere Tiere, die uns bei diesem Szenario ebenfalls eindeutig den Garaus machen würden. Denken wir nur einmal an Löwen, Tiger, Pumas, Wölfe oder Hyänen. Allesamt würden sie über uns in der Nahrungskette stehen, wenn wir nicht unsere besonderen Fähigkeiten hätten. Was wir also festhalten können, ist,
dass wir die Weltherrschaft nicht durch unsere pure Muskelkraft erobern konnten, wie es einst die Dinosaurier taten. Auch sie haben die Welt beherrscht. Das heißt, das ist also nichts Neues in der Evolutionsgeschichte. Doch der Unterschied ist, dass die Dinosaurier diesen Status durch ihre Kraft und Stärke erlangt haben, nicht jedoch durch die Erfindung von Hilfsmitteln. Warum unterscheidet sich der Mensch so stark von der Norm? Man könnte sich sogar fragen, ob der Mensch überhaupt ein Tier ist oder doch etwas anderes? Nach dem renommierten Wissenschaftsmagazin Spektrum der Wissenschaft wird ein Tier wie folgt definiert. Tiere, systematisch zusammengefasst als Tierreich, sind eukaryotische, ausschließlich heterotrophe und überwiegend frei bewegliche Organismen. Frei beweglich sind wir auf jeden Fall schon mal. Aber was bedeutet eukaryotisch? Das bedeutet, dass wir aus Zellen bestehen, die einen Zellkern besitzen. Dass wir aus solchen Zellen bestehen, ist schon lange bekannt. Schließlich befindet sich im Zellkern unser Bauplan, die DNA. Dann bleibt nur noch der Begriff heterotroph. Ein heterotrophes Lebewesen baut seinen eigenen Körper und dessen Energie durch das Verwerten und Konsumieren von bereits vorhandenen organischen Verbindungen auf. Das heißt aus anderen Lebewesen. Das Gegenteil dazu ist die Autotrophie, bei der der Aufbau organischer Stoffe ausschließlich durch das Verwerten von anorganischen Kohlenstoffverbindungen bezogen wird. Bestes Beispiel hierfür sind Pflanzen, die mit Hilfe von Photosynthese aus Kohlenstoffdioxid und Licht Zucker herstellen. Das bedeutet, dass Menschen also auch hier unter die Kategorie Tier fallen. Schließlich beziehen wir täglich unsere Energie über das Verspeisen von anderen Lebewesen, seien es Tiere, Pflanzen oder Pilze. Rein von der Definition her sind wir also Tiere, zumal unsere Gene zu etwa 98% mit denen von Schimpansen übereinstimmen. Doch ist es nicht so, dass wir die Definition von Tieren selbst bestimmt haben? Können wir also unserer eigenen Einschätzung glauben? Oder gibt es da vielleicht noch etwas ganz Bestimmtes, das uns radikal von Tieren unterscheidet? Zum heutigen Zeitpunkt kann das die Wissenschaft leider noch nicht beantworten. Stand heute gehören wir offiziell zum Tierreich. Es gibt viele verschiedene Theorien, warum wir Menschen zu dem geworden sind, was wir heute sind. Manche davon sind abenteuerlich, andere wiederum sehr logisch und plausibel. Im Folgenden werde ich euch nun 11 bekannte Theorien vorstellen, die von Wissenschaftlern aus aller Welt aufgestellt wurden. Theorie 1. Wir sind, wer wir sind, weil wir Werkzeuge herstellen. Der Anthropologe Kenneth Oakley schrieb 1944 in einem Artikel: Es ist die Herstellung von Werkzeugen, die uns einzigartig macht. Affen setzen zwar gefundene Objekte als Werkzeuge ein, doch das Formen von Stöcken und Steinen für bestimmte Zwecke war die erste erkennbare menschliche Aktivität. Den Beginn des Erstellens von Werkzeugen soll der Homo habilis, auf Deutsch geschickter Mensch, eingeläutet haben, der vor etwa 2,8 Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Heutzutage weiß man allerdings, dass auch andere Tiere Werkzeuge zu bestimmten Zwecken formen, zum Beispiel Krähen, und das, obwohl sie keine Hände haben. Oder auch unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. Die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall hat herausgefunden, dass auch Schimpansen Stöcke für bestimmte Zwecke formen, indem sie beispielsweise die Blätter entfernen, um nach Insekten im Boden zu stochern. Theorie 2. Wir sind, wer wir sind, weil wir Nahrung teilen. Der Anthropologe Glyn Isaac fand in den 1960er Jahren heraus, dass Menschen wohl auch schon damals Nahrung miteinander teilten. Denn Fossilien von Tierkadavern zeigten, dass diese anscheinend gezielt von ihrer Todesstelle an Orte gebracht wurden, an denen das Fleisch vermutlich mit der gesamten Gemeinschaft geteilt werden konnte. Glyn Isaac glaubt, dass durch das gemeinsame Essen wichtige Informationen unter den Menschen ausgetauscht wurden, wo diese Nahrung herkommt und wo man diese Tiere finden kann. Das führte zwangsläufig zur Entwicklung von Sprache und anderen wichtigen Formen der Kommunikation untereinander. Theorie 3. Wir sind, wer wir sind, weil wir gut im Wasser zurechtkamen. Die Dokumentarfilmautorin Elaine Morgan behauptete einst, dass sich der Mensch so sehr von anderen Primaten unterscheidet, weil er sich in der Nähe von und sogar im Wasser aufhielt und dort gut zurechtkam, weil er einerseits durch die geringere Körperbehaarung schneller schwimmen konnte und andererseits durch den aufrechten Gang auf zwei Beinen durchs Wasser waten konnte.
Doch diese Theorie unterstützt auch zum Teil die sogenannte Wasseraffen-Hypothese, die in der Fachwelt extrem umstritten ist. Sie besagt, dass der Mensch im Verlauf der Menschwerdung eine teilweise wasserlebende bzw. amphibische Phase durchgemacht haben soll. Theorie 4. Wir sind, wer wir sind, weil wir Dinge werfen können. Der Archäologe Wright Ferring glaubt, dass unsere Vorfahren zu Menschen wurden, als sie die Fähigkeit entwickelten, Steine mit hoher Geschwindigkeit zu werfen. In Manisi, einem 1,8 Millionen Jahre alten Hominidenfundort in Georgien, fand er Hinweise darauf, dass Frühmenschen Tiere steinigten, um sie von ihrer Beute fernzuhalten. Das Steinigen von Tieren habe die Menschen sozialisiert, weil für den Erfolg die Zusammenarbeit der ganzen Gruppe erforderlich war, sagt Wright Ferring. Die Urmenschen aus Manisi waren ziemlich klein und in der Gegend wimmelte es von Raubkatzen. Mit Hilfe des Steinewerfens könnten sie überlebt haben und es so von Afrika nach Georgien geschafft haben. Theorie 5. Wir sind, wer wir sind, weil wir jagen. Eine der eher abenteuerlichen und kontroversen Theorien haben die Anthropologen Sherwood Washburn und C.S. Lancaster in einem Artikel aus dem Jahr 1968 aufgestellt. Wir Menschen seien so speziell, weil wir jagen. Denn dies fördere nicht nur die Zusammenarbeit mit anderen Individuen, sondern auch unseren Intellekt, unsere Emotionen und unser grundlegendes gesellschaftliches Leben. Angeblich wurden unsere Gehirne deshalb größer, weil wir so viele Informationen darüber speichern mussten, wo und wann wir Beute finden können. Da stellt sich einem schon die Frage, was sich die Anthropologen dabei gedacht haben. Letztendlich muss jedes Tier solche Informationen speichern, denn schließlich muss jedes Tier Nahrung finden, um zu überleben. Ob es nun Fleischfresser sind, die auf die Jagd gehen oder sich auf die Lauer legen, oder Pflanzenfresser, die geeignetes Grünzeug finden müssen. Jedes Tier hat seine individuellen Herausforderungen zu meistern. Und all diese Herausforderungen erfordern das Speichern von Informationen. Ein Löwe findet auch nur dann Beute, wenn er weiß, wo sie zu finden ist und wie er sie überlistet. Eine Spinne, die in ihrem Netz auf Beute wartet, muss trotzdem wissen, wo ein geeigneter Ort ist, um es aufzuspannen. Und ein pflanzenfressender Koala muss wissen, wo er seine geliebten Eukalyptusblätter findet, von denen sich Koalas fast ausschließlich ernähren. Also, welchen Unterschied können die Anthropologen hier beim Menschen feststellen? Weiterhin behaupten sie, dass die Jagd zur Aufteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern geführt haben soll. Frauen sollen sich demnach eher auf die Suche nach vegetarischer Nahrung gemacht haben. Das wirft die Frage auf, warum haben sich die Gehirngrößen zwischen Mann und Frau dann nicht unterschieden? Denn schließlich müssen sie unterschiedliche Arten und Mengen von Informationen speichern. Alles in allem also eine sehr abenteuerliche Theorie. Theorie 6. Wir sind, wer wir sind, weil wir monogam leben. Eine im Jahr 1981 veröffentlichte Theorie von C. Owen Lovejoy behauptet, dass sich Menschen so extrem weiterentwickelten und von anderen Tieren unterscheiden, weil sich vor etwa 6 Millionen Jahren die Monogamie zwischen Partnern entwickelte. Zu dieser Zeit bevorzugten Frauen Männer, die am besten Nahrung beschaffen konnten und so sie und ihren Nachwuchs bestmöglich versorgen konnten. War das der Fall, blieben die Frauen bei den Männern und gaben ihnen die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, ohne dass die aggressiven Alpha-Männchen gewaltsam andere Verehrer vertreiben mussten, so wie es eben vorher war. Die Monogamie setzte sich also durch und wurde für die Menschen zum besten Weg, ihre Gene weiterzugeben. C. Owen Lovejoy sagt auch, dass sich der aufrechte Gang des Menschen entwickelte, um beide Hände frei zu haben. Dies ermöglichte den Transport von noch mehr Lebensmitteln, was die Ernährung von großen Familien ermöglichte und den Menschen so einen Vorteil gegenüber anderen Tieren verschaffte. Dies förderte den Fortbestand der Menschheit. Theorie 7. Wir sind, wer wir sind, weil wir gekochtes Fleisch essen. Gehirnzellen benötigen etwa 20-mal mehr Energie als Muskelzellen. Deshalb stellte der Anthropologe Richard Wrangham die Theorie auf, dass unsere Gehirne nie so groß geworden wären, wenn wir uns nur vegetarisch ernährt hätten, da die Energiezufuhr einfach zu niedrig ist. Als die Menschen vor etwa 2 bis 3 Millionen Jahren damit begannen, Fleisch zu essen und dieses später mit der Entdeckung des Feuers auch noch garen und kochen konnten, begann sich unser Gehirn richtig rasant zu entwickeln und wurde schließlich zu dem, was es heute ist. Vor allem das Kochen, welches eine rein menschliche Methode ist und bisher bei keinem anderen Tier beobachtet werden konnte, soll entscheidend dazu beigetragen haben,
da die Menschen so die Energie gespart haben, die eigentlich für das schwere Verdauen von rohem Fleisch notwendig gewesen ist. Auch durch das leichtere Kauen von gekochter Nahrung wurde Energie gespart. Ebenso wurde das Zerstampfen, Zerschneiden und Zerkleinern von Nahrung einfacher und energiesparender. All das half letztendlich dabei, dass wir diese gesparte Energie für die Entwicklung unserer Gehirne nutzen konnten, weshalb sie zu der Größe heranwuchsen, die sie heute haben. Theorie 8. Wir sind, wer wir sind, weil wir auf zwei Beinen laufen. Die sogenannte Savannenhypothese besagt, dass wir Menschen so mächtig wurden, weil wir auf zwei Beinen gehen können. Dies soll dazu beigetragen haben, besser zu überleben, als Afrika vor etwa 3 Millionen Jahren trockener wurde. Dadurch wurden die feuchten Wälder immer kleiner und es entstanden immer mehr großflächige Savannen, die von hohem Gras übersät waren. Es war also von Vorteil, zu dieser Zeit auf zwei Beinen zu gehen, um so auf den riesigen Ebenen über das Gras in die Ferne blicken zu können, um Beute oder Wasserstellen ausfindig machen zu können, die oft weit voneinander entfernt waren. Weiterhin erleichterte der aufrechte Gang auch die Bewegung im hohen Gras, da man etwas sehen und sich gleichzeitig fortbewegen konnte. Im Jahr 2009 wurde allerdings ein Hominid namens Ardipithecus ramidus entdeckt, der vor etwa 4,4 Millionen Jahren im heutigen Äthiopien lebte. Diese Region war damals feucht und bewaldet, also eine Umgebung, in der der aufrechte Gang nicht nötig bzw. nicht von Vorteil gewesen wäre. Doch dieser Hominid lief trotzdem auf zwei Beinen, was gegen die Savannenhypothese spricht. Nichtsdestotrotz war der aufrechte Gang mit Sicherheit ein evolutionärer Vorteil gegenüber anderen Tieren, denn zusammen mit unseren Greifhänden konnten wir so Gegenstände und auch Waffen halten und uns gleichzeitig fortbewegen. Etwas, das Tiere, die auf vier Beinen gehen, nicht oder nur sehr erschwerlich und umständlich tun könnten. Theorie 9. Wir sind, wer wir sind, weil wir uns am besten an klimatische Veränderungen anpassen konnten. Richard Potts, Leiter des Human Origins Programs an der US-amerikanischen Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian, geht davon aus, dass der bestimmende Faktor dafür, dass die Menschheit zu dem geworden ist, was sie heute ist, ihre Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Klimas war. Vor etwa 3 Millionen Jahren, als die ersten Menschen der Gattung Homo auftraten, gab es eine Ära, in der das Klima sehr stark zwischen feucht und trocken schwankte. Tiere, die sich am besten an diese Umweltbedingungen anpassen konnten, hatten einen evolutionären Vorteil, der sich bis heute durchzieht und uns mächtiger macht als andere Tiere, die auf bestimmte Klimazonen beschränkt sind und nur dort klarkommen. Wir Menschen dagegen haben mittlerweile weltweit alle Klimazonen besiedelt und überleben an den extremsten Orten der Welt. So leben zum Beispiel etwa 270.000 Menschen in Jakutsk, der kältesten Stadt der Welt, in der die Temperaturen auf unter minus 40 Grad Celsius sinken können. Natürlich hilft uns hier unsere Fähigkeit zum Hausbau und deren Beheizung, sowie die Entwicklung von Kleidung. Mit nichts als unserem Körper könnten auch wir dort nicht überleben. Aber letztendlich sind die Erfindungen auch etwas, das wir uns im Laufe unserer Evolutionsgeschichte aneignen konnten und zählen damit auch zu unseren animalischen Fähigkeiten. Theorie 10. Wir sind, wer wir sind, weil wir erobern. Der Anthropologe Curtis Murrayan glaubt, dass wir uns zur dominierenden Spezies auf der Erde entwickeln konnten, weil wir angefangen haben, aktiv die Welt zu kolonialisieren, nachdem wir zehntausende Jahre lang auf einem einzigen Kontinent gefangen waren, Afrika. Der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung dieses Vorhabens war seiner Meinung nach eine genetische Veranlagung zur Zusammenarbeit, die aber nicht deshalb entstand, weil Menschen anderen Menschen selbstlos helfen wollten, sondern weil man in der Zusammenarbeit besser gewappnet war für Konflikte oder Angriffe. Primatengruppen, die sich zusammentaten, waren stärker und konnten sich gegen andere durchsetzen. Gleichzeitig fühlten sich die Gruppenmitglieder innerhalb der Gemeinschaft wohl, was dann letztendlich auch zu zwischenmenschlichen Beziehungen führte. Doch die Grundmotivation, aus der diese Gemeinschaften entstanden, war eben nicht der Aufbau von Beziehungen, sondern um sich gegen andere rivalisierende Gruppen zu wappnen. Fühlte sich eine Gruppe stark genug, so konnte sie sich weiter ausbreiten, Territorien erobern und weitere Teile der Welt kolonialisieren. Heute bezeichnen wir das als Krieg.
Ist der Mensch also deswegen so übermächtig im Tierreich, weil er Kriege führt und erobert? Ist der Mensch möglicherweise deshalb so vorherrschend, weil er abgrundtief böse ist? Das führt uns direkt zur 11. und letzten Theorie. Theorie 11. Wir sind, wer wir sind, weil wir Killer sind. Der Zweite Weltkrieg war eine der schlimmsten Gräueltaten, die ein Mensch je auf den Weg gebracht hat. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 80 Millionen Menschen direkt, indirekt oder an den Folgen des Krieges gestorben sind. In den Jahren nach dem Ende des Krieges mussten die Menschen erstmal verstehen, was da eigentlich passiert ist und sich von dem Schockzustand erholen. Im Jahr 1953 reflektierte der Anthropologe Raymond Dart diese schreckliche Zeit und die unfassbaren Gräueltaten, die begangen wurden. Er stellte sich die Frage, wie ein anscheinend normales Tier wie der Mensch zu so etwas fähig sein kann. Da muss doch etwas falsch laufen oder gelaufen sein. Es ist bisher von keinem anderen Tier auf dieser Erde bekannt, dass es aktiv mordet, ohne dass dort die Motivation der Nahrungsaufnahme dahinter steckt. Die Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis, ohne das wir nicht überleben könnten. Doch das Töten von Lebewesen ohne diesen Grund ist etwas, das anscheinend nur der Mensch kann und das uns der Zweite Weltkrieg auf grausame Weise vor Augen führte. Aufgrund dieser Ereignisse stellte Raymond Dart 1953 die sogenannte Killeraffentheorie auf. Diese Theorie besagt, dass der Mensch evolutionsbiologisch gesehen allen anderen Tieren überlegen ist, weil er die Fähigkeit hat zu morden. Dieser Hang zur Aggressivität und zur Gewalt machte den Menschen in der Urzeit extrem überlegen und führte dazu, dass er nicht ausselektiert wurde. Tiere werden normalerweise vom Instinkt getrieben. Ein Bär, der keinen Grund hat, jemanden anzugreifen, tut es auch nicht. Deshalb gibt es bezüglich Tieren auch eine gewisse Kalkulierbarkeit. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel in den USA viele Wanderwege, die durch Gebiete verlaufen, in denen Bären und andere Raubtiere leben. Denn mit vorausschauendem Verhalten kann man Angriffe absolut vermeiden. Doch was wäre, wenn Bären oder andere Raubtiere auf der Erde aktiv mordende Killertiere wären? Man stelle sich das einmal vor, dann hätten Menschen ganz schnell nicht mehr den Status, den sie aktuell in der Nahrungskette haben. Doch da es eben keine Killertiere gibt, wird der Mensch in Ruhe gelassen und beherrscht weiter die Welt. Vielleicht ist an der Theorie wirklich etwas Wahres dran. Zumindest fand sie damals in den 1950er Jahren großen Anklang. Zu der Zeit, als alle realisieren mussten, zu was ein Mensch in der Lage sein kann. Raymond Dart beschreibt uns Menschen in seinem Artikel als fleischfressende Kreaturen, die lebende Opfer gewaltsam ergriffen, zu Tode schlugen, ihre zerstörten Körper zerrissen, Glied für Glied entfernten, ihren grausamen Durst mit dem warmen Blut der Opfer stillten und das rohe Fleisch gierig verschlangen. Und wenn man sich den Zweiten Weltkrieg so anschaut, dann kann man dieser Beschreibung eigentlich nur zustimmen. Letztendlich ist es auf jeden Fall eine Tatsache, dass der Mensch heute so ist, wie er ist. Doch wie er genau zu dem werden konnte, darüber kann man eben nur Theorien aufstellen. Lasst uns hoffen, dass wir irgendwann herausfinden werden, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat diese lange Doku gefallen. Zeigt es mir doch gerne über einen Daumen nach oben. Für weitere spannende Dokus über unsere Erdgeschichte, die Tierwelt und das Universum abonniert gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Dokus. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao!